Durcheinander. So. Na, Gott sei Dank müssen wir das immer alles einsortieren. 93 Stück. So. Oh mein Gott. Nein. Da komme ich. Halt. Da komme ich nicht an. Waren das die? Ja, Gott sei Dank. Ich habe Kartons im Gesicht. Ich habe Kartons im Gesicht. Halleluja. Danke. Oh nein. Das sind die Süßigkeiten. Na toll. Warte mal. Machen wir kurz hier ein bisschen Harakiri. Warum kann ich denn jetzt die Milch wieder nicht wegsortieren? Die ist schon wieder voll. Verdammt. Na toll. Bitte nicht überfahren, bitte nicht überfahren, bitte nicht überfahren. Bitte nicht überfahren, habe ich gesagt. Wo sind die denn ganz hingeflogen? Ja, wie Jesus, sag mal. Wie komme ich jetzt da oben hin? Ja, gar nicht, wahrscheinlich. Oh, toll. Nein, nicht überfahren, bitte. Danke. So. Na, bevor ein Auto kommt und ich überfahren werde. Das wollen wir nicht. Ja, Gott sei Dank müssen wir das nicht alles einsortieren. Das wäre nämlich der nächste Woche wieder. So, warte. Wir haben es gleich, 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 wir haben es gleich. Hier ist der nächste Paket. Da oben. Ist aber auch nichts drauf gelandet, außer das, was wir sowieso schon runtergeholt haben. So, hast du fertig? Hast du alles wieder aufgefüllt? Und wir haben noch 2000 Euro über. Perfekt. Die Lampe. Die Lampe. So. Na, ich will das mitnehmen. So, so. Außer das da oben, das stört mich tatsächlich. Ich will fliegen können. Dass das aufhört hier immer. Gut. Irgendwas im Laden gelandet wieder? Nö, schade. Das heißt, Süßigkeiten müsste ich nochmal nachbestellen und ja gut, das liegt da ja schon länger oben. Ja gut, aber Süßigkeiten muss ich jetzt nicht unbedingt nachbestellen, glaube ich nicht. Die beiden muss ich nochmal nachbestellen. Das scheint ein Paket so gewesen zu sein oder sowas. Keine Ahnung. So, aber alles andere ist drinne, ja? Aber irgendwie fehlt noch ein großes Dingspaket. Da ist nur eins drauf gelandet. Sind auch welche auf dem Dach gelandet oder sowas? Zu. Warum würde ich denn im Spiel das? Irgendwann mache ich dann nochmal eine Mod an, dass hier alles irgendwie durchfällt, sich da immer ansammelt. Und dann werden 10 Millionen Pakete auf einmal wieder auftauchen. Die ich denn irgendwann mal gekauft habe. Okay, ich glaube, das war's aber. Das bestellen wir jetzt noch mal kurz nach. 1600. Ja. Hui. Es ist gestapelt. Oh, irgendwas war anscheinend noch alle. So, aber dann machen wir erstmal auf. Wir machen erstmal auf. 1600. Bei der Pizza müssen wir nachher mal gucken. Bei der Pizza, die müssen wir glaube ich mal rausnehmen da, so dass die leer verkauft wird. Pizza. Pizza nehmen wir mal eben kurz raus. So dass wir da wirklich den einen rauskriegen, ganz und gar. So, Pizza wird jetzt gar nicht mehr verkauft, außer die hier noch drin ist. Die. Da kommen sie alle angestiefelt. Macht die super. Und ich möchte gerne so Wände hochkrabbeln können wie Spider-Man. Kann man nicht einfach da irgendwie liegen? Dann irgendwie oben drauf. Aber ich glaube, dann fällt man nochmal durch die Map durch oder sowas.
Irgendwas kommt da doch garantiert. Ein Bug hatte ich jetzt auch noch gesehen. Oh, das funktioniert tatsächlich. Schöner Himmel. Stacken die Leute ein bisschen fest. Das sind auf jeden Fall Süßigkeiten. Bei den Sachen da oben, bei den zwei, drei Sachen da oben, bin ich mir tatsächlich nicht so sicher. Da ist aber auch nichts mehr drauf. Hier ist auch nichts mehr drin. Hier ist auch nichts mehr runtergefallen. Hier noch irgendwie was. Okay. Level 34. Das macht die beide gut. Sehr gut macht ihr das. Okay. Aber eigentlich müsstet ihr jetzt schon anfangen aufzufüllen. Der ist auch schon Level 14. Der zieht ordentlich hinterher. Achso, ich wollte gerade sagen, der ist leer. Der ist nicht leer. Ab und zu muss man auch echt aufpassen, dass sie das nicht irgendwo anders machen. Probierst du gerade die Cornflakes zu hypnotisieren oder was genau machst du da? Habt ihr eigentlich, dass das immer zu teuer für dich ist? Seelische Sorgen. Das ist 40 Cent. Wahnsinn. Ja, alles klar. So. Was für ein Ausschnitt. Was? Hast du so voll? Ja, schon kommt her. Oha. Oha. Die Kasse war in der Stadt richtig voll, wa? Na? Ja, dann bezahlt doch auch vernünftig, ne? Wissen wir damit. Dann sind die auch nicht so voll, wegen drei Schokolade. Toll. Toll, toll, toll. Oh, für das bisschen bezahlt er $91. Oh, gut, Dollar. Was bezahlt er? 140. Alter Schwede. So. Was haben wir? 90 Chef. Dankeschön. Null. Dankeschön. Endlich mal jemand, der mitrechnet. Bei 20 war das, ne? Ja, diese. Dankeschön. Bup, bup. Danke. 113. Ja, das ist ein teurer Einkauf hier, ne? Wir sind bald schon Bio. Biomarkt. Oder dieser Markt, der, wo man nicht mit Tüten einkaufen gehen kann. Also der mal lose Waren verkauft. Der soll mich auch ziemlich teuer sein. Ich habe keine Ahnung, ob das so ist. Aber ich habe es gehört. Oh. Das war einmal zu viel, Omachen. Ich habe Angst vor dir deswegen. 80 Cent. 1, 2, 3. Ich muss noch mehr darauf achten, wie viel die eigentlich wirklich bezahlen. Ich meine, 200 hatten wir ja schon. 3,80 Euro. Jo. Also. 5,70 Euro für Erdnussbutter. Ja gut, ich kenne ja nicht die amerikanischen Preise, deswegen. Hier ist anscheinend alles zu teuer da hinten, oder was? Müsli ist zu teuer, dies ist zu teuer, das ist zu teuer. Immer ist alles zu teuer. Aber sich denn Lachs kaufen, ne? Was richtig teuer ist. Hier, 124 für die 5 Sachen. Ne? Ja, schäm dich mal. Guck nach unten und schäm dich. Los, jetzt sofort. Ja, da musst du nicht nur nicken. Da musst du nach unten gucken, dich schämen. Dann kannst du auch irgendwo anders einkaufen. Geh doch zu Netto. Los. Schön mit Öl. Oh. 38, 60. Oh mein Gott, sogar Licht am Mangel hier. Ist wieder duster. Da sind die Leute wieder nicht. Ist irgendwie auch gemein, ne? Wie man sagt, farbige sieht man nicht. Nachts. Wenn die Augen zu machen, siehst du nichts mehr von denen. Moin. Ist auch ein bisschen gemein. Aber ist ja leider so. Wir hatten mal einen, der arbeitet bei der Deutschen Bahn. Oder hat bei der Deutschen Bahn gearbeitet.
Und der stammt von einer schwarzen Lok. Den hat man nicht gesehen. Das sah so aus, als wenn die gelbe Weste, die er trug. Oder war es orange? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er da ein Sipo von der Bahn war oder Bahnangestellter, der eine orange getragen hat. Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Und da, das sah so aus, als wenn da so eine fliegende Weste war. Und dann gehst du näher ran und er bewegt sich denn und dann hast du ihn erst erkannt. Ich meine, der war richtig schwarz. Ich meine, das ist nicht als Beleidigung, sondern die Farbe schwarz war dein Kollege. Und noch dunkler als er. Viel dunkler. Was hattest du jetzt? Achso. Herr Jesus. Die fliegende Weste. Die standen da alle so zusammen. Was so. Was ist das? War auf jeden Fall lustig. Er hat es mit Humor genommen. Ja, ist mir schon öfters passiert. Oh, armer Kerl. Im Dunkeln dürfte der dann auch nicht draußen stehen. Sieht man nicht. Das ist nicht böse gemeint, ne? Absolut nicht böse gemeint. Aber der tut mir dann schon irgendwie ein bisschen leid, wenn er so bei der Bahn oder sowas nachts irgendwo auf den Gleisen steht. Den sieht man nicht. Den sieht man einfach nicht. Er verschwindet einfach. Er ist wie ein Chamäleon, der sich mit der Nacht zusammentut. Er hat das alles mit Humor genommen. Ich sage, ich muss immer Weste tragen. Immer. Ich meine, musst du da sowieso. Davon mal jetzt abgesehen. Aber trotzdem, ohne Weste hätte man ihn nicht gesehen. Niemals. Einfach verschmolzen mit der Lokomotive. War ein ganz feiner Kerl. Schokoladenbrille ist so teuer. Fick dich zurück in die Hölle, wo du rausgekommen bist. Los. Schokoladenbrille sind so teuer. Der 40 Cent teurer. Benimm dich. Wie sieht das mit der Pizza aus? Ich glaube aber, Pizza ist, glaube ich, jetzt schwierig mit Auffüllen, ne? Also Pizza dürfen wir auf jeden Fall nicht nachrufen. Da müssen wir warten, bis der Karton alle ist. Der Karton. Der Karton, der Karton, der Karton. Kauft mehr Pizza. Ihr müsst mehr Pizza kaufen. Bing. Ich bin doch gerade ins Lager rein, Junge. Hast du doch gesehen, oder? Oh Gott. Ich würde sollte aufhören, hier in meinem Laden umherzurennen. Irgendwann gibt es noch mal eine mittelschwere Katastrophe. 137. Moin. Boah. 114. Du hast wenigstens mehr gekriegt als der Kollege vor dir. Wie viel kauft der denn? 161,30. Mann, das war ja trotzdem nicht viel. So. Zu mit dem Laden. Raus hier. Los. Fertig. Nice. Du hast heute voll wenig Punkte gekriegt. Warum? Was ist da los? Was ist da los? Achso, ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Ja, ist aber nicht mehr so viel zum Auffüllen, ne? Nee. Gut, es geht. Das ist wirklich nicht mehr viel. Aber die haben vorher schon sehr gute Arbeit geleistet. Muss man den ja lassen, ne? Hoffentlich kaufen die nachher alles daraus. Pommes haben wir noch da. Unser Lager ist einigermaßen aufgefüllt. Der ganze Juice, der, na gut, der wird jetzt nachgefüllt. Das Wasser nochmal. Gut, hier hinten fehlt noch einiges. Ja, aber so lange müssen wir warten. Nee. Ich warne dich. Sah es gerade so aus, als wenn du hier glatt einmarschieren würdest, Kollege Schnürschuh. Ach, hallo Penjo, du hast das gut gemacht heute. Obwohl du nur 3, 4 Kunden heute anscheinend gemacht hast. Oder du hast nur Leute, die ganz wenig draufgepackt haben. Du hast das auch gut gemacht. Du bist schon Level 20. Du hast hallo Penjo schon was angeholt, Roche. Roche. Hector. Ihn nennen wir den Hector. Anscheinend ist das ja nur Männergilde hier.
nur Männer hier vertreten. Keine Frauen. Das Lager sieht eigentlich noch relativ gut aus. Das wundert mich tatsächlich. Na gut. Bis auf Öl. Also Öl verschlingen die anscheinend im Moment. Oder vielleicht liegen die auch irgendwo rum. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist auch in Ordnung. Das können wir eigentlich so lassen. Für 6.300. Wir könnten das neue Ding kaufen. Verwaltung. Lizenzen. 2.800. Oh, wir sollten vielleicht nochmal Rechnung bezahlen. Vielleicht sollten wir das mal machen. Na, ob das jetzt eine gute Idee war, weiß ich nicht. 2, 2, 2, 2, 2. Kampfsteaks gehören in den Gefrierschrank. Oh, wir können sogar mehr kaufen. 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2.000. Wuhu. Nice. Müssen wir noch einmal gucken. Ah, den hier brauchen wir auf jeden Fall noch. Bei den Eiern bin ich mir gerade nicht so sicher. Und wenn die Eier Eier sind, dann... Wenn die Eier Eier sind. Ja. Wenn die Eier Eier sind, dann haben wir Eier. Ne? Ganz viele Eier sogar. Wenn die Eier Eier sind. Und dann könnten wir die auch nochmal nachbestellen. Milch müssen wir auf jeden Fall nachbestellen. Eier müssen wir anscheinend auch nachbestellen. Milch. Die gute Milch. Den bestellen wir auch mal mit nach. Ah, nein. Das war die Pizza. Das war die Pizza, die wollen wir nicht. Die Pizza, Pizza, Pizza weg. Weg mit der Pizza. Warte mal, wie viel haben wir jetzt schon? 3.367. 461. Wie viel haben wir jetzt übrig? 397. Okay. Das ist aber in Ordnung. So, seid ihr jetzt fertig? Seid ihr fertig, Jungs? Ich bin auch fertig mit meiner Bestellung. Super. Ihr habt wieder ein kleines Schattenproblem. Ja auch. Vielleicht seid ihr Brüder. Wer weiß. So. Denn einmal 79 Sekunden wieder gehabt. Supi. Schokoladeneis ist hochgegangen. Ja, wie viele haben wir bestellt? 39. Oha, dafür ist das aber teuer. Boah. Alter, Schauer gerade über den Rücken. Achso, Schokoladeneis haben wir ja noch gar nicht. Schokoladeneis haben wir ja noch gar nicht. Da ist ja jetzt sehr viel Kram drin, die wir noch gar nicht haben, ne? Müssen wir gucken. Oh, mal gucken hier. Das haben wir. Das haben wir. Das haben... Ey. Wir haben doch 4 Stück davon. Pack den Trotz doch da rein. Okay, die haben wir auch noch nicht. Ich weiß nicht, was das ist, aber irgendwie was wird das schon sein. Ich mache mal kurz schnell Pause, ich bin sofort wieder da. So, da sind wir wieder. Wir stellen uns wieder in die Mitte hin, sammeln wieder alles schön ein. Das ist Ketchup. Ketchup packen wir hier rein. Ketchup packen wir hier rein. Das ist ein kleiner Karton. Den packen wir hier rein. Was haben wir hier noch stehen? Mozzarella. Mozzarella ist aber leider voll. Was bist du? Du bist Eis. Du müsstest eigentlich dahin. So, Eis ist aber ein großer Karton. Große Kartons müssen hier hin. Karton, Karton, Karton. So, du bist... Du musst Kühlschrank oder musst Tiefkultur. Weil Tiefkultur haben wir nämlich noch nicht leer. Das wäre jetzt doof. Musst du Tiefkultur? Dann war das nämlich nicht schlau, dass ich das mir jetzt schon bestellt habe. Dann warte mal, wir probieren mal eben. Wir können da leider auch nichts mehr rausnehmen, ne? Das ist doof.